Hohe Steuern, neueste Technologien und eine ordentliche Portion Psychologie. Das alles steckt hinter den Preisen für vegane Pflanzendrinks. Sebastian Lege erfährt in Schweden, wie die Trendgetränke produziert werden und zeigt euch, wie ihr sie zu Hause günstig selber herstellen könnt. Zur Herstellung pflanzlicher Milchalternativen braucht es Saaten, Körner oder Nüsse und eine Maschine im XXL-Format. Für meine Barista-Milchalternativen habe ich hier eine Mixerpyramide mit 12 PS. Die Mixer sind der Schlüssel zur Herstellung von pflanzlichen Drinks. Nur durch sie wird aus den Zutaten eine Art Kunstmilch. Die Magazine sind geladen. Jetzt kommt die Füllung. 8 verschiedene Milchalternativen will Lege herstellen. Dazu hat er die Nüsse und Körner mehrere Stunden in Wasser eingelegt. Wir fangen an mit den Mandeln für 1 Liter. Soja. Von den teuren Grundzutaten nimmt Sebastian nur ganz wenig. Haselnüsse, das sind bei der Nussecke bei meinem Bäcker mehr drauf. Macadamia, jetzt wird es richtig exotisch. Cashew. Hafer. Hanfsamen. Riecht sehr neutral. Und zu guter Letzt Reis. Der günstigste Rohstoff von allen, die hier auf dem Tisch stehen. Insgesamt macht die Menge der Nüsse und Körner nur wenige Prozent der Rezeptur aus. Der Hauptanteil ist Wasser. Genau 1 Liter. Damit bleibt der reine Warenwert enorm günstig. Obwohl Lege alle Zutaten im Supermarkt eingekauft hat, die Kosten je Liter liegen im Cent-Bereich. Auch bei den Produkten im Handel ist von der Hauptzutat nur ein geringer Prozentsatz im Getränk. Woher kommt dann der hohe Preis? Die Zubereitung der kuhfreien Milch ist zumindest nicht sehr aufwendig. Auf Knopfdruck 8 verschiedene Saaten und Nüsse melken. Mixer Power Marsh. Damit aus Wasser und Nüssen oder Körnern etwas Milchiges entsteht, werden die Zutaten feinst zerhäckselt und vermengt. Der Milchersatz ist schon fertig, aber zum Aufschäumen reicht's noch nicht. Am Beispiel des Haferdrinks lüftet Lege das Geheimnis hinter dem Schaum. Erstmal filtert er die letzten Partikel heraus. Genießbar wäre der Haferdrink jetzt schon, doch fürs Aufschäumen fehlen noch Zutaten. Auch hier nichts Teures. Lege greift zu bewährten Industriemitteln. Ein bisschen Karagen für die Bindung, damit auch der gleiche Schmelz entsteht wie bei einer Kuhmilch. Karagen stammt aus Rotalgen und wird häufig als Gelier oder Verdickungsmittel benutzt. Jetzt noch Sojalecithin. Das Pulver muss rein, damit Leges Kunstmilch mehr Fett aufnimmt. Echte Kuhmilch hat natürlich Fett. Unsere Hafermilch so gut wie gar nicht. Deswegen müssen wir ein wenig Öl hinzufügen, um auch dementsprechend die Stabilität in unserem Schaum hinzubekommen. Sebastian greift zu Sonnenblumenöl. Und fertig ist unsere Barista-Milchalternative. Einfach, schnell und aus günstigen Zutaten hergestellt. Haha, super! Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Haferdrink lässt sich perfekt aufschäumen. Lecker. Zusammengerechnet beläuft sich Sebastians Wareneinsatz für die Barista-Edition auf gerade mal 40 Cent. Aber warum sind die Drinks im Handel dann so teuer? In unserer Auswahl kosten alle über 2 Euro pro Liter. Das will Sebastian bei einem der größten Haferdrinkhersteller weltweit erfahren. Dafür fährt er nach Schweden. Jawohl, da hinten ist es. Boah, was für eine Riesenfirma. Okay.
Hello, my name is Sebastian from the German television. Thank you. Gut gesichert werden hier die Haferdrinks der Firma Oatly hergestellt. Seit knapp einem Jahr gibt es die auch in deutschen Supermärkten. Zusammen mit Sebastian trifft auch eine neue Ladung Hafer ein. Here you see, so wird der Hafer angeliefert. Jeden Tag kommt ein LKW mit dem Rohstoff an. So viel Hafer wird euch angeliefert. In jedem Silo sind 40 Tonnen Hafer, unsere tägliche Umschlagmenge. Der Markt wächst so schnell, dass wir bald noch mehr werden. Fakt ist, wer so viel Hafer einkauft, erhält ordentlichen Mengenrabatt und zahlt weit weniger für das Getreide als Sebastian im Supermarkt. Den genauen Einkaufspreis will die Firma aber nicht verraten. Oh, wow! Jetzt geht's rein in die Haferfabrik. 8000 Liter Packs laufen hier pro Stunde vom Band. Verkaufsschlager ist der teure Barista-Drink für über 2 Euro. Doch was sagt die Firma dazu, dass Sebastians selbstgemachte Hafermilch ihn nur 40 Cent pro Liter gekostet hat? Auch ohne zu probieren, bin ich sicher, Sie haben einen tollen Haferdrink gemixt. Aber ohne unsere Technologie erreicht er einfach nicht das gleiche Niveau. Verglichen mit Milch sind Pflanzendrinks noch Nischenprodukte. Fabrikanlagen und Verfahren dafür zu entwickeln, kostet Geld. Das muss der Verkaufspreis wieder einspielen. Außerdem gibt es Faktoren, die in Sebastians Werkstattbilanz fehlten. Amtliche Hygienestandards etwa oder Verpackung und Transport. Doch die gelten auch für Kuhmilch. Wie erklärt die Firma Oatly den immensen Preisunterschied? Anders als bei Milch gibt es für unsere Branche keinerlei Subventionen. Und dann das deutsche Steuersystem. Da werden unsere Drinks als Getränke mit 19% versteuert. Für Milch sind es nur 7%. Das macht einen großen Unterschied. Nachteil durch Subventionen? Nach unseren Recherchen bezuschusst die EU inzwischen nicht mehr die Milch, sondern Landwirte allgemein. Auch der Haferbauer erhält also für jeden Hektar Ackerland Geld. Wie der Milchbauer für seine Weiden. Doch tatsächlich zahlen wir auf Milch mit 7% viel weniger Mehrwertsteuer als die 19% beim Haferdrink. Und auch ein psychologischer Faktor schlägt zu Buche. Diese Produkte sind natürlich in, sind trendy, sind hip. Und für viele Verbraucher ist Milch etwas nicht so gut. Sie wollen lieber auf etwas anderes zurückgreifen. Und dafür sind sie bereit, tiefer in die Tasche zu greifen. Und auch hier bestimmt natürlich die Nachfrage den Preis und die Verbraucher bezahlen gerne mehr. Hip-Faktor und cleveres Marketing stecken also auch im hohen Preis. Ärgerlich für alle, die auf Milchalternativen angewiesen sind, wie Menschen mit Laktoseintoleranz. Das sind schätzungsweise 15% der Deutschen. Und nicht nur für die Drinks müssen Kunden tief in die Tasche greifen. Auch andere Milchersatzprodukte sind deutlich teurer als das Original von der Kuh. In unserer Stichprobe kosten pflanzliche Joghurtersatzprodukte im Schnitt 35% mehr. Frischkäsealternativen 37%. Und Sahnealternativen sind 20% teurer als milchhaltige Produkte. Fazit? Die Industrie weiß, wie viel Kunden bereit sind zu zahlen und nutzt diese Bereitschaft gerne aus, unabhängig vom Warenwert. Was mögt ihr lieber im Café? Hafermilch oder Kuhmilch? Sagt es uns in den Kommentaren. Und wo es die besten Lebensmittel gibt und was wirklich drinsteckt, zeigen wir euch auf unserem Kanal ZDF Besseresser.